Ihr habt jetzt bestimmt auf das Video geklickt und euch gefragt, wie hat sie diese Nutella-Blume gemacht? Und genau das zeige ich euch in meinem heutigen Video. Ich kann nur so viel sagen, sie sieht komplizierter aus, als sie ist. Also bleibt jetzt dran, ich zeige euch, wie es geht. Viel Spaß! Für den Hefeteig benötigt ihr folgende Zutaten: 250 ml Milch, 80 Gramm Zucker, 500 Gramm Mehl, 10 Gramm Tafelessig, 50 Gramm Butter, ein Päckchen Vanillezucker oder 10 Gramm, ein Würfel Hefe und ein Teelöffel Salz. Als erstes geben wir die Milch, den Zucker, die Butter und den Würfel Hefe in den Mixtopf. Da mein Würfel Hefe tiefgefroren ist, stelle ich jetzt 3,5 Minuten anstatt 2,5 ein. 37 Grad auf der Stufe 2. Und hier kommen jetzt das Mehl, der Vanillezucker, das Essig und Salz dazu. Kneten wir jetzt 3 Minuten auf der Knetstufe. Den Teig könnt ihr dann in eine Schüssel umfüllen und mit einem Handtuch abgedeckt für eine Stunde gehen lassen. So, die Stunde ist um und der Teig hat sich jetzt gut verdoppelt. Jetzt müssen wir den Teig in 4 gleich große Stücke teilen. Dazu habe ich mir hier eine Waage vorbereitet. Ich schaue jetzt erstmal, wie viel der Teig komplett hat. Jedes Stück sollte so 235 Gramm haben. So, nun habt ihr 4 gleich große Teigstücke. Als nächstes füllt ihr euch ungefähr so 3 Esslöffel Nutella in eine Schüssel um. Und stellt diese kurz in die Mikrowelle, dass es etwas flüssiger wird. In der Zwischenzeit könnt ihr eure Arbeitsfläche bemehlen. Und euch den ersten Teigklumpen nehmen. Und den Teigklumpen, den rollt ihr jetzt auf die Größe von ungefähr 26 cm Durchmesser aus. Schon mal ein Backblech vorbereiten mit einem Backpapier. Ihr habt es später einfacher, deswegen legen wir da jetzt schon mal unsere erste Teigplatte drauf. Überprüft nochmal, dass die Größe ungefähr stimmt, weil wir werden es erst später zurechtschneiden. So, das passt. Dann holt ihr euch euer Nutella aus der Mikrowelle und gebt das Nutella ungefähr der Größe von dem Durchmesser auf euren Teig drauf. Wiederholen wir das gleiche mit dem nächsten Teigstück. Rollen es wieder auf 26 cm aus. Teigplatte hier oben drauf. Schau, dass es in der Mitte ist, gleichmäßig ist. Kann ruhig ein bisschen überstehen. Wie gesagt, wir schneiden es dann später zurecht. Hier kommt nun auch wieder eine Schicht Nutella drauf. Nummer 3 auch wieder ausräumen. Wieder oben drauf geben. Und ein letztes Mal Nutella drauf geben.
auch noch ausrollen und das gibt dann den Abschluss. So, den geben wir jetzt als Deckel oben drüber. Nun braucht ihr den Boden eurer Springform als Schablone. Legt ihr hier so drauf und dann nehmt ihr euch ein Messer und schneidet entlang der Schablone. Mitte der Blume markiere ich mir hier mit dem Messbecher vom Thermomix. Einmal kurz andrücken in der Mitte. So, und nun können wir die Nutella-Blume schneiden. Und zwar vierteln wir die jetzt erstmal. Und dabei schneidet ihr von der Mitte bis zum Rand. Dann achteln wir sie. Und dann schneiden wir sie nochmal in 16 Stücke. Da müsst ihr jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, denn der Teig kann oben ein bisschen einreißen. Die 16 Teigstücke und ihr nehmt euch jeweils zwei Stück gleichzeitig in die Hand, hebt sie leicht an und dreht sie zweimal in die entgegengesetzte Richtung. Und unten drückt ihr sie gerade so ein bisschen zusammen. Hier nochmal. Ihr nehmt euch zwei Stücke, hebt sie etwas an und dreht sie zweimal in die entgegengesetzte Richtung. Und unten drückt ihr sie etwas zusammen. Das machen wir jetzt mit allen Stücken. Okay, jetzt haben wir sie fertig geformt. Sieht in dem rohen Zustand schon sehr schön aus. Und bevor wir sie im Backofen backen, verquält ihr noch ein Eigelb und einen Esslöffel Milch. Damit bestreichen wir jetzt die Blume noch. Dann stellt ihr Oberhitze ein und 180 Grad. Und wir geben die Blume in den nicht vorgeheizten Backofen. Das ist ganz wichtig. Lasst sie jetzt so 20 bis 25 Minuten im Backofen backen. Und fertig ist die Nutella-Blume. So, ihr habt nun gesehen, dass diese Nutella-Blume doch gar nicht so kompliziert ist. Und sie ist ein optischer Hingucker. Also probiert sie doch mal aus und bringt sie auf die nächste Party mit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr sie ausprobiert habt. Und vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Dann freue ich mich schon auf das nächste Video zusammen mit euch in meiner Küche. Bis bald, eure Vanessa.